Die USA packen China immer härter an. Aber was man hier immer ganz gern vergisst, China könnte auch mal zurückschlagen und den Westen damit hart treffen. Und es wird auch immer wahrscheinlicher, dass es das irgendwann mal tut. Und die Folgen wären wahrscheinlich drastisch, aber es gibt auch Aktien, mit denen man als Anleger von so einer Eskalation wahrscheinlich sogar profitieren würde. Eskalation. Manchmal geht's ganz schnell. Stellen Sie sich vor, Sie sagen zu Ihrem Nachbarn, sein Laub fällt immer auf Ihren Rasen. Da sagt er, Ihr Auto steht immer vor seiner Einfahrt. Da sagen Sie, sein Hund geht Ihnen auf die Nerven und er sagt, Ihre Kinder gehen ihm auf die Nerven. Da sagen Sie, seine Frau ist eine Schlampe, er ohrfeigt Ihre Kinder, Sie erschießen seinen Hund, er verklagt Sie und Sie brennen sein Haus nieder. Und schon ist die Situation so, dass man leider sagen muss, ja, das Verhältnis zu Ihrem Nachbarn hat sich dann doch sichtbar verschlechtert. Und dann gibt es ähnliche Situationen, wo sich das Ganze jetzt vielleicht nicht so sichtbar gleich hochschaukelt, sondern wo vielleicht eher der eine immer nur den anderen malträtiert und der andere lässt sich das so vermeintlich gefallen. Das ist aber auch nicht ganz ohne, weil Sie wissen ja nie, ob der, der gerade malträtiert wird, ob der nicht vielleicht schon lang drüber nachdenkt, ob er nicht vielleicht doch gleich die Pumpgun rausholt, zur allgemeinen Überraschung. Die USA und China, es sind die zwei mächtigsten Länder der Welt. Das Verhältnis zwischen denen, es hat sich sichtbar verschlechtert. Man muss es einfach mal so nüchtern feststellen. Unter Bill Clinton und George W. Bush, da ist es noch ziemlich gut gelaufen. China ist der WTO beigetreten, der Handel zwischen den beiden ist stark gewachsen. Es ist viel investiert worden, auch gegenseitig. Unter Barack Obama gab es dann die ersten kleineren Differenzen, das war jetzt noch nicht so drastisch. Und dann kam aber Donald Trump und mit ihm der Handelskonflikt. Und so schnell hat man da gar nicht schauen können, wie da immer noch mehr Strafzölle gekommen sind im Wochentakt. Am Schluss waren dann Importe betroffen aus China für 550 Milliarden Dollar pro Jahr. Und unter Joe Biden ist es dann für China aber auch nicht besser geworden, obwohl man das ja kurz gehofft hat erst. Er hat nämlich keine einzige von diesen Handelsschranken wieder zurückgenommen und es sind auch immer mehr chinesische Einzelunternehmen auf schwarze Listen gesetzt worden von den USA, auf Sanktionslisten. Und dann versuchen die natürlich auch über den Inflation Reduction Act, dass sie China aus den Lieferketten rausdrücken und andere Länder auch natürlich. Und das Schlimmste von allem für China selbstverständlich die Halbleitersanktionen. Der Versuch, dass man China auch im technologischen Wettbewerb da jetzt ausschaltet. Alles harte Maßnahmen, feindselige Maßnahmen und was immer man jetzt hält so von den USA und China und ob man den einen jetzt gut und den anderen vielleicht weniger gut findet. Aber den Konflikt an sich, den haben schon die USA zugespitzt. China war da eher defensiv, hat das im Großen und Ganzen alles erstmal hingenommen. Es hat zwar auch Gegenmaßnahmen von China gegeben, aber die waren sehr, sehr vorsichtig. Die haben eben immer noch gehofft, das renkt sich irgendwann mal wieder ein. Aber es sieht eben nicht so aus. Unter Joe Biden wird es auf jeden Fall schon mal nicht besser. Das Verbotsverfahren gegen TikTok läuft zum Beispiel. Und es gibt neue Sanktionsforderungen jetzt gerade gegen chinesische Biotech-Unternehmen. Und Joe Biden hat ja auch schon gesagt, dass chinesische Elektroautos eine Gefahr sind für die nationale Sicherheit. Wahrscheinlich glaubt er, man kann damit Gespräche abhören von Luftwaffengenerälen oder sowas. Aber Scherz beiseite, Joe Biden sagt, Peking kann die chinesischen Elektroautos in den USA wahrscheinlich kontrollieren und vielleicht sogar fernsteuern. Und das wird er aber verhindern. Und damit kann er natürlich Punkte machen. Harte Maßnahmen gegen China, da sind sowohl die Demokraten als auch die Republikaner dafür. Und auch die Wähler sind fast alle dafür. Die amerikanischen Wähler, die interessieren sich zwar nicht großartig für Außenpolitik und die haben jetzt auch kein großes Problem damit, wenn man Afghanistan aufgibt oder wenn man die Ukraine im Stich lässt. Aber wenn es gegen China geht, da sind alle dabei. Das ist sehr populär. Und wenn aber Donald Trump wieder drankommt,
dann wird es wahrscheinlich noch härter für China. Ich habe es schon mal erwähnt hier, Donald Trump hat ja angekündigt zum Beispiel, er will Strafzölle von mindestens 60% auf alle chinesischen Importe. Und für bestimmte Sektoren, da will er sogar ein Komplettimportverbot einführen, zum Beispiel auf Stahl, Elektronik und Medikamente. Und das sind ja wichtige Exportprodukte für China. Und dann vielleicht sogar auch noch ein Verbot von US-Investitionen in China und umgekehrt. Also ein absolut radikales Programm dann auch, sodass jetzt eben auch viel gesagt wird und geschrieben wird. Wer auch immer die Wahl gewinnt in den USA, ein Verlierer steht schon mal fest und das ist China. Nur, vielleicht will China aber nicht der Verlierer sein. Wie gesagt, bis jetzt hat China vorsichtig reagiert in diesem ganzen Konflikt und die Gegenmaßnahmen, das waren auch eher so Warnschüsse, so in die Richtung, passt auf, wir könnten auch, wenn wir wollten. Aber irgendwann kommt natürlich auch für China der Punkt, wo es so nicht mehr weitergeht. Und speziell, wenn Donald Trump drankommt und das Ganze nochmal eskalieren würde, dann muss China reagieren. Das kann Xi Jinping sich nicht leisten, dass er sich das auch wieder alles gefallen lässt. Und es gibt eben einen Bereich, wo China einen Hebel hat und wo es auch schon mal angesetzt hat und wo es wahrscheinlich wieder ansetzen wird. Das sind die seltenen Erden. Da kann China den Westen nämlich richtig hart treffen. Was sind seltene Erden? 380.000 Jahre nach dem Urknall, da ist das Weltall abgekühlt und die ersten Atome sind entstanden. Aber okay, ich kann es jetzt auch ein bisschen abkürzen. Wichtig bei seltenen Erden ist vor allem, es ist eine Gruppe von Metallen und man braucht sie eben dringend für die meiste Art von Hochtechnologie. Schaltkreise, Smartphones, Elektromotoren, Windkraftwerke. Und das hier habe ich schon mal gezeigt, das ist so ein klassisches Kampfflugzeug heutzutage. Da stecken über 400 Kilo seltene Erden drin und in so einem Zerstörer hier sogar mehr als 2 Tonnen. Es geht also nicht mehr ohne sie und das nicht nur in der Wirtschaft, sondern es ist eben auch verteidigungsrelevant. Und man geht auch von einer stark steigenden Nachfrage in Zukunft aus. Das hier ist zum Beispiel eine Prognose von der Internationalen Energieagentur. Die Nachfrage nach seltenen Erden in Zukunft aus dem Windkraftsektor und Elektroautosektor, die soll sich bis 2030 mindestens verdoppeln und bei einer entschlossenen Klimapolitik, sofern die so sein wird, bis 2040 sogar verfünfzehnfachen. Sowas ist immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen natürlich, aber man kann sagen, die Nachfrage ist bis jetzt ja auch schon stark gestiegen. Und seltene Erden sind weder Erden noch selten, wie es immer so schön heißt, aber sie kommen eben fast immer nur in einer ganz niedrigen Konzentration vor. Und darum ist die Produktion sehr aufwendig und auch sehr umweltschädlich meistens. Und hier sieht man, wie stark die Nachfrage eben in den letzten Jahrzehnten schon gestiegen ist. Und der größte Produzent von seltenen Erden, das waren mal die USA, hier in Blau. Die Grafik ist von Nikkei. Nur irgendwann hat sich's eben nicht mehr gelohnt und darum gab's nach dem Jahr 2000 kurz mal gar keine Produktion mehr in den USA. Jetzt versuchen sie mühsam das wieder hochzuziehen und China war da bis in die 90er Jahre komplett unbedeutend, aber es hat dann was hochgezogen da und hat es auch durchgehalten. Und jetzt stehen sie vor ungefähr 70% von der globalen Förderung, aber noch dramatischer bei der Extraktion und Aufbereitung. Da ist der chinesische Anteil sogar weltweit bei 90%. Und das macht den Rest der Welt natürlich erpressbar. Und was noch dazu kommt, China setzt auch auf seine Rohstoffe, da wo es dominant ist, bei den Gegenmaßnahmen, die es bis jetzt gegeben hat. Da hat man das gesehen. Im November hat China zum Beispiel gesagt, es gibt neue Richtlinien für die Ausfuhr von Graphit, also jetzt kein Ausfuhrstopp, aber neue Exportkontrollen und das trifft potenziell unseren Batteriesektor. Dann im Dezember der Exportstopp für Technologie zur Aufbereitung von seltenen Erden und auch Technologie zur Magnetproduktion und im Sommer ja schon die Exportkontrollen, die neuen für Gallium und Germanium. Ich habe in meinem Video die damals fälschlicherweise auch als seltene Erden bezeichnet, so wie es viele andere auch getan haben. Aber zum Glück gibt es hier ein paar kluge Zuschauer, die das dann auch gleich richtig gestellt haben. Das Publikum hier ist eben ganz hervorragend.
Aber kurz sind die Gallium- und Germanium-Exporte aus China dann eben wirklich gestoppt worden auch. Und so hat sich dann Germanium entwickelt, der Preis, der Einjahreschart hier von Trading Economics. Und hier Gallium ist auch stark gestiegen in einem Jahr, in dem Industriemetalle ja sonst nicht besonders gut gelaufen sind. Und ich habe hier ja auch letztes Jahr schon gewarnt vor zu viel Euphorie im Rohstoffsektor. Ich habe außerdem vor einem Jahr schon vor einer Lithiumpreisblase gewarnt und gleichzeitig habe ich aber immer wieder auch auf die Uranrallye hingewiesen, die sich da schon seit Jahren anbahnt. Es kann sich hier also keiner von den Zuschauern beschweren. Zum Kanalabo geht's hier unten. Aber jedenfalls, wenn aus China mal harte Gegenmaßnahmen kommen, dann ist es eben relativ wahrscheinlich, dass das in Richtung seltene Erden gehen wird. Und dementsprechend ist zum Beispiel auch die amerikanische Energieministerin Jennifer Granholm jetzt auch sehr besorgt. So viel mal auch zur weitsichtigen US-Außenpolitik. Man drischt ständig auf andere ein, aber ist dann über die möglichen Konsequenzen dann sehr besorgt. Und die USA, die versuchen jetzt natürlich, dass sie selber auch eine seltene Erdenproduktion außerhalb von China jetzt hochziehen und das wieder ankurbeln. Und vor allem das Verteidigungsministerium ist da ziemlich dahinter. Aber es ist eben nicht ganz so einfach, weil auch der Preis für seltene Erden gerade ziemlich niedrig ist. Das klingt ein bisschen widersprüchlich, weil doch alle gerade so besorgt sind. Aber man muss sich da auch ein bisschen in die Lage von China versetzen. Wenn man in irgendeinem Sektor eine dominante Position hat, dann versucht man eben, dass man die auch behält. Und so vor 12, 13 Jahren, da hat es ja schon mal so einen seltenen Erden-Hype gegeben. Vielleicht erinnert sich da der eine oder andere dran. Und man hat dann ja in den USA auch alles Mögliche aus dem Boden gestampft. Aber China hat dann eben dafür gesorgt, dass das Angebot nicht knapper wird, sondern es hat die Produktion ausgeweitet damals. Dadurch sind die Konkurrenten entmutigt worden. Und das bekannteste Opfer damals, das war Moly Corp. Damals auch börsennotiert gewesen. Das sollte das ganze große Gegengewicht werden bei seltenen Erden, aber die sind dann eben 2015 in Konkurs gegangen. Und auch die letzten Jahre hat China die Produktionsquoten eben ständig erhöht. Die Grafik hier ist von Miningcom. Seit 2018 hat sich da die Produktion eben auch schon wieder mehr als verdoppelt. Und die Preise sind runtergegangen zeitgleich. Das hier ist von Reuters, 4 wichtige seltene Erden. Da hat sich eben der Preis seit Anfang 2022 zum Teil mehr als halbiert. Und die Aktien von den paar westlichen Produzenten, die es gibt, das war dann eben dadurch auch ein Trauerspiel in letzter Zeit. Ist jetzt aber für Anleger dadurch eben nicht mal so uninteressant. Oder es ist wenigstens besser, als wenn die Preise jetzt schon wahnsinnig hoch werden. Weil inzwischen gibt es eben auch wieder Analysten, die sagen, ganz unabhängig davon, was China jetzt macht, aber die Preise sind eigentlich jetzt schon zu niedrig. Und was gibt's so an seltene Erdenaktien? Lynas Rare Earth natürlich, das ist die bekannteste. Die haben sowohl eine Mine in Australien als auch Verarbeitungsanlagen, die sie gerade hochziehen in Malaysia, in Australien und in den USA. Ist zurzeit der größte seltene Erdenproduzent außerhalb von China. Aber das kostet natürlich alles Geld und wegen dem Preisverfall, da waren die Zahlen jetzt auch ziemlich schlecht wieder. Im ersten Halbjahr bis Ende Dezember ein Gewinnrückgang zum Beispiel um 74%. Ist also nicht so einfach zurzeit. Und das gleiche mit MP Materials. Die sind die große seltene Erdenhoffnung der USA. Sie haben die Mountain View Mine übernommen aus der Konkursmasse von Moly Corp und die wollen jetzt aber auch wieder die komplette Wertschöpfungskette hochziehen inklusive einem Magnetwerk. Und die werden auch ziemlich finanziell gefördert gerade. Aber im Moment schicken sie ihre ganze Minenproduktion zur Aufbereitung immer noch nach China. Und im vierten Quartal sind sie eben auch in die Verlustzone gerutscht sogar. Also auch da ist die große Euphorie jetzt erstmal vorbei. Beide Aktien habe ich übrigens letztes Jahr im Herbst hier ausführlich vorgestellt, auch in der Hauspost. Wenn Sie die noch nicht haben, tragen Sie sich dafür einfach ein auf www.heinrichs-hauspost.de. Das ist alles gratis und Sie können den Beitrag dann im Archiv jetzt auch sofort gleich durchlesen.
Und eine dritte Aktie, die auch nicht unspannend ist, das ist Rainbow Rare Earth. Das ist noch ein Explorer, aber die haben die Rechte für zwei Phosphor-Gipshalden in Südafrika und in Brasilien. Das sind Abraumhalden von alten Phosphatminen und da sind ordentlich seltene Erden drin. Und die müssen dann aber eben nicht mehr graben und nicht cracken und gar nichts machen. Und die haben dadurch wahrscheinlich eines Tages dann eben sehr niedrige Produktionskosten. Eine Aktie, die man auch im Auge behalten sollte zumindest. Man sollte überhaupt den ganzen Sektor im Auge haben. Ich muss jetzt nicht betonen, glaube ich, dass das natürlich ein relativ spekulativer Sektor ist. Also ganz klar, das ist auch nicht einfach zurzeit mit den niedrigen Preisen. Aber teuer ist der Sektor eben nicht mehr und seltene Erden sind ja grundsätzlich interessant. Und wenn der Konflikt zwischen USA und China eben eskalieren sollte, dann ist es unter Umständen einer von wenigen Sektoren, die davon eben profitieren könnten. Die meisten anderen Sektoren würden bei einer Verknappung von seltenen Erden nicht unbedingt profitieren. Und am härtesten treffen wird es wahrscheinlich den internationalen Technologiesektor, also genau das, wo jetzt alle gerade massiv übergewichtet sind. Vor ein paar Wochen habe ich hier ja mal gesagt, ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn Donald Trump wieder Präsident wird, dass sich der Konflikt mit China vielleicht sogar ein bisschen wieder entschärft, weil Donald Trump das Ganze möglicherweise ein bisschen pragmatischer sieht als Joe Biden. Und ich halte das immer noch für denkbar, aber das widerspricht nicht dem, was ich vorhin gesagt habe. Es ist eben trotzdem sehr wahrscheinlich, dass er das Ganze vorher erstmal eskaliert, so wie er es letztes Mal auch gemacht hat. Und er denkt ja offensichtlich, dass er das auch tun muss. Hat das Ganze damals den USA wenigstens irgendwas gebracht? Natürlich nicht. 2020, im letzten Jahr von Donald Trumps Amtszeit, da war das Handelsbilanzdefizit der USA mit China noch bei 310 Milliarden Dollar und letztes Jahr unter Joe Biden, da war es immer noch bei 279 Milliarden Dollar. Das beste Mittel, um das wegzukriegen, das wäre eigentlich eine Senkung der amerikanischen Staatsverschuldung, weil dann könnten die Amerikaner auch nicht mehr so über ihre Verhältnisse leben. Aber wer will das schon? Und man will ja auch wiedergewählt werden. Aber das ist natürlich ein anderes Thema. Auch das behalten wir im Auge. Ich freue mich, wie gesagt, über Ihr Kanalabo und Sie können das Video hier natürlich auch jederzeit mit jemandem teilen. Leiten Sie es doch einfach an Ihren Nachbarn weiter. Vielleicht können Sie damit die Wogen auch ein bisschen wieder glätten. Alles Gute Ihnen. Dankeschön fürs Zuschauen.